Willkommen in der Lagune. Ich bin euch schuldig, dass ich mal versuche, wirklich einen Tag in Minecraft zu überleben. Und das werden wir heute mal versuchen. Ein Tag in der Minecraft-Welt, wenn ich das richtig verstanden habe, dauert 10 Minuten. Ich bin immer noch mit der Demo hier zugange, weil ich noch nicht so überzeugt von dem Spiel bin. Von daher versuchen wir jetzt mal möglichst viel von der Nacht auch innerhalb dieser Episode mitzubekommen. Deswegen gehen wir direkt rein. So, diese Fackeln sind ganz wichtig. Die habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht eingesammelt. Aber die werde ich in meinem Unterschlupf brauchen. So, diese Chest nehmen wir jetzt auch mit. Tada! Do your best. Wir haben 5 Tage. So lange habe ich hier noch nie überlebt. So, jetzt haben wir hier das ganze Inventar. Die Chest ist einfach nur die Box, die quasi leer ist. So, ich habe eine Maus. Tada! Coole Sache, ne? Und ich habe gerade mein iPad hier, um mir hier mal das Wiki anzugucken. Mein erster Tag. So, und was ich jetzt erstmal versuchen werde, ist eine Werkbank zu erstellen. Das mache ich aus 4 verschiedenen Holzstapeln. So. Da hinten ist ganz viel Wald, da ist ganz viel Holz. Ein bisschen Holz habe ich ja auch schon. So, wo könnten wir denn mal unsere Werkbank bauen? Machen wir das mal hier. Und zwar, welches Holz nehmen wir denn? Oak wood planks. In dem Bild sieht das ungefähr so aus. Da habe ich aber nur 2 von, das reicht nicht. Ich brauche 4. So, warte mal, ich gehe nochmal hoch. Habe ich das richtig verstanden, dass ich... Warte mal, aus diesem Oak Wood... kriege ich 4 Wood Planks, ne? Und yes, jetzt habe ich 6. So, das Prinzip habe ich mittlerweile kapiert. So, mit Rechtsklick baue ich mir jetzt hier die Werkbank. Wow, und schade. Das war falsch. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Den Rest legen wir hier ab und das packen wir hier rein. Das werden wir jetzt auswählen und hier hinbauen. So. Und wenn ich das richtig kapiert habe, warte, wie mache ich das jetzt? Ah, perfekt. Jetzt habe ich 9 Crafting-Felder und kann damit alles Mögliche bauen. So, die Werkbank haben wir also, das haben wir jetzt kapiert. So, die ersten Werkzeuge, ein Stick können wir auch mal machen, auch wenn ich schon 2 Sticks hier sozusagen habe. Aber da brauche ich quasi das hier und habe 4 Sticks. Perfekt. So, haben wir auch kapiert. So, eine Axt bauen wir jetzt nicht. Hier ist noch Anleitung für ein Schwert. Ein Schwert brauche ich. Dazu brauche ich nämlich auch nachher einen Stick und Stein. Und jetzt ist die Frage, wo kriege ich Stein her? Das ist nur so eine Birke da, ne? Stein scheint mir... Doch, da hinten haben wir Stein. Finde ich gleich meine Werkbank wieder? Bestimmt. So, einmal schnell hier rüber schwimmen. Ich hoffe... So. Das geht aber schnell. Aber das ist doch Stein, ne? Gravel. Doch, das wird ja... Das heißt, glaube ich, Schotter, ne? Bin zumindest im Urlaub immer sehr, sehr viel auf Gravel Roads gefahren. So, von daher, Steine haben wir eigentlich genug. So, wir brauchen ja eigentlich nur 2 und einen Stick. Probieren wir das mal. Also, dazu müssen wir tatsächlich zur Werkbank. Weil wir 3 Felder in die Höhe brauchen. Na komm. Ich hätte wahrscheinlich direkt ein paar mehr Steine sammeln können, falls ich Lust habe, noch eine Axt zu bauen. So, das haben wir schon mal wieder gefunden, was für mich tatsächlich eine große Leistung ist. So, dann... Schwert bauen. 1. Das war zu viel des Guten. 1, 2 und ein Stick. Schade. Hätte ja klappen können. Dann ist das möglicherweise doch kein Stein. Ein Schwert. Was mache ich hier falsch? Warum ist das kein Schwert? Mit dem Schwert kann man Tiere töten, vor allem aber Monster jagen und zur Strecke bringen. Leg es auf Taste 1. Warum geht das nicht? Was mache ich hier falsch? Oh, die Nacht bricht schon herein und ich habe noch kein Schwert. Was ist denn Flint?
Was habe ich denn da gesammelt? Ja, wahrscheinlich ist Gravel dann doch falsch. So leid mir das tut, aber Gravel ist möglicherweise einfach der falsche Rohstoff. Ich brauche... Was ist... Ich weiß nicht, ich kenne mich mit diesen Begriffen teilweise nicht so aus. Was Flint ist, weiß ich nicht. Müsst ihr mir erklären. So, Stein. Ich habe gerade gedacht, es würde schon dunkel. Jetzt ist es aber doch eigentlich noch recht hell. Das ist ganz gut. Ein bisschen Zeit ist noch. Aber eigentlich brauche ich einen Unterschlupf. Also ich könnte mir einfach ein Loch buddeln, das verschließen und mit meinen Fackeln eben erleuchten. Dann müsste ich eigentlich die Nacht schon überleben. So, ich gehe doch mal an Land. Da kommt man doch ein bisschen schneller vorwärts. Aber ich sag euch, ich werde definitiv gleich meine... Das ist alles nur Gravel. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich weiß es einfach nicht. Ich muss hier einfach noch mehr entdecken. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch Sand. Das erkenne ich. Das ist ja doch bei dieser Block-Ästhetik manchmal doch... auch schwer zu interpretieren, um was für Elemente es sich hier handelt. So, aber das ist alles Gravel. Was ist Flint? Kann man das eigentlich... Ich google das einfach mal gerade. Minecraft und Flint. Jetzt bin ich gespannt. Feuerstein. Okay, cool. Dann google ich jetzt auch noch mal eben Gravel und Sword. Es gibt ja auch Granit. Vielleicht brauche ich doch mal eine englische Anleitung auch. Gravel, Sword. Genau, ich müsste eigentlich jetzt mal googeln, was man braucht, um um ein Schwert zu basteln, ne? Das ist jetzt so quasi das Ding. Meine Güte. Was man hier alles findet. Ich bin total überfordert mit den ganzen Infos. Also, ich google nochmal nach Minecraft und dann Sword. Und dann wird er mir hoffentlich sagen, was man dafür braucht. Schwert, Sword, Minecraft-Wiki. So, gibt's einen eigenen Artikel über das Schwert. Und zwar... Any wood planks or... Cobblestone, Iron, Ingot, Gold, Ingot, Diamond und ein Stick. Any wood planks. Also, ich kann mir mit wood planks... Kann man das mal eben machen? Warte mal, wir machen mal hier so komische Planks. Das scheint nicht zu gehen. Ah. Wood planks. Cool. Ja, legen wir die mal hier ab. So, wo war jetzt meine schöne Werkbank? Finde ich die noch? So, wo? Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Die Musik ist aber toll. So, bin ich nicht vorhin irgendwo rüber geschwommen, um den Gravel abzubauen? Hier war das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, hier muss ich hoch. Da ist meine Kiste. Huh, haben wir das schon mal geschafft? Das schon mal wiedergefunden, ist schon mal gut. So, hier kann ich reinklicken. So, und jetzt kann ich mir hier hoffentlich... Guck mal, hier habe ich jetzt einen Stick. Ach, das wird nicht gehen. Doch! Cool! So, jetzt besitze ich ein Schwert. So, das legen wir uns natürlich auf 1. Ein Holzschwert zwar nur, aber immerhin. Cool. So, jetzt will ich eigentlich mal irgendwas... bisschen Gras hier zerstören. So. Okay, hätten wir das. Ich komme so allmählich klar mit dem Spiel. Also es ist echt
dauert ein bisschen so, ne, bis man hier mal ein bisschen durchkommt. Aber das ist wahrscheinlich auch genau der Suchtfaktor, der dahinter steckt. Deswegen ist das sicherlich so cool. So, also, wir waren jetzt hier bei Schwert in unserer Anleitung. Ja, man kann auch eine Schaufel bauen. Auch wieder mit Steinen anscheinend. Kies. Ah, es gibt noch Kies und Stein. Das ist der Unterschied. Ich habe also jetzt Kies gesammelt. Das ist dieser Gravel. Naja. Und Flint ist quasi Kohle. Verstehe. Ich kann mir also auch noch eine eigene Fackel bauen. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Wir nehmen eine Flint. Das müsste eigentlich auch hier mitgehen. Und einen Stick. Nee, geht nicht. Schade. Dachte ich. Machen wir das mal hier mit diesem Crafting-Ding. Ich bin mir nicht so sicher, ob... Ja, nee, funktioniert nicht. Hätte gedacht, vielleicht ist Flint auch doch nicht Kohle. Ach, Mann. So, die Nacht bricht auf jeden Fall herein. Oh, man kann auch einen Ofen bauen. Oh, Mann. Nahrung, der erste Unterschlupf. So. Die ganze Arbeit deines Tages hat nur ein Ziel, eine sichere Unterkunft für die erste Nacht. Ja, da muss ich jetzt aber langsam mal mit anfangen. Da du wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Zeit hast, ja, solltest du für die erste Nacht einfach eine Höhle in einen Berg oder in den Boden graben. Denn das geht am schnellsten. So, das machen wir jetzt mal ganz schnell. So, jetzt... ich muss mal eben eine Fackel bauen. Damit ich hier irgendwas sehen kann. So. Okay, wir haben schon mitten in der Nacht, das heißt, die Monster, die werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. So, bauen wir halt einfach mal eine Höhle. Einfach mal hier. Huch, was schmeiß ich denn hier alles weg? So. So, ich brauche hier irgendwie so eine Art Zugang. Ich bin noch total planlos. Aber immerhin geht das relativ schnell, sich hier was zu buddeln. So, die krallen wir uns schon mal wieder. Und bauen die irgendwo dahin. Wir bauen mal noch eine Fackel hier hin. Nein. Meine Güte. Wieso habe ich jetzt gerade eine Chest gebaut? So. Sehr cool. Okay, jetzt haben wir erstmal Licht. Daran können wir uns auch hoffentlich nicht so sehr verbrennen. So, dann Wooden. So, ich mache das wahrscheinlich hier viel zu kompliziert, aber ich sag mal, mir geht es echt erstmal darum, hier überhaupt zu überleben. So, wo ist jetzt meine Treppenstufe hier, ne? Da komme ich gar nicht hoch. So, jetzt habe ich hier so eine Treppe. Bauen wir mal hier noch eine Fackel hin und ziehen uns die hier wieder weg. Also das war nicht nötig, hier so ein Loch zu machen. Hier komme ich jetzt rein. Ich würde sagen, hier werde ich doch wohl locker eine Nacht überstehen. Hier mache ich es mir jetzt gemütlich. So, hier kann ich wunderbar reinlaufen. Dann bauen wir mal hier noch eine Fackel hin. Ach, ist das schön. So, dann machen wir uns hier noch ein bisschen mehr Platz. Ja, das war ja wohl easy. Dann muss ich eigentlich jetzt nur noch gucken, dass ich das hier zumache, dass ich das hier verschließe. Womit machen wir das? Machen wir das mit Gravel oder mit Wood? Machen wir Wood. Zack. Und schon bin ich in Sicherheit. Jetzt weiß ich allerdings nicht so genau, wann wieder Tag wird. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal Nacht angesagt. Soll ich mir hier immer noch so ein Fenster oder sowas errichten? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dadurch wieder die Monster reinlasse. Ich mache mir erstmal noch ein bisschen mehr Licht. 3 Fackeln, warte mal. Hatte ich nicht mehr Fackeln? Habe ich eine vergessen oder verschleißen die? Also gehen die irgendwann aus? 10, 9, auf jeden 8, Fall ist jetzt 7, erstmal 6, dieses Let's Play vorbei 5, und gucken wir mal, 4, ob ich überlebt habe. 3, wir sehen uns im nächsten Video. 2, 1, tschüss. 1.